Und ich habe gelernt, ich brauche einen Trockner, liebe Zuschauer. 8.38 Uhr haben wir das Model Nathalie Volk. Die liebt einen kriminellen Rocker. Das haben wir gestern schon berichtet. Hat aber alle total verblüfft, diese Nachricht. Warum stehen denn so viele Frauen auf, na, ich nenne sie mal Gangster, und sind geradezu fasziniert von Männern mit krimineller Energie? Während Nathalie Volk jetzt schon mit dem Hells Angels Rocker und Totschläger, das muss man mal dazu sagen, Timur A., in der Türkei unterwegs ist, verspricht ihr Ex Frank Otto anscheinend weiterhin freundschaftliche Unterstützung. Auch interessant. Also warum fahren wir Frauen so wahnsinnig auf Bad Boys ab? Darüber sprechen wir mit dem Diplompsychologen. Was das für meine Worte? Rolf Schmiel. Rolf, warum haben diese kriminellen Männer in irgendeiner Form eine Anziehung auf uns? Ist tatsächlich so. Viele, gerade junge Frauen, stehen auf harte Typen, auf Bad Boys, weil die scheinbar eine starke sexuelle Anziehungskraft haben. Mhm. Und sie haben den Hauch des Verboten. Oder aber auch sozusagen, sie sind wirklich verboten. Oder jemand sagt, das kannst du nicht machen. Das gibt Aufmerksamkeit. Und das führt zu einem Cocktail, der wirklich anziehend ist für viele junge Frauen. Jetzt hast du gerade von vor allem jungen Frauen geredet. Ich glaube, viele von uns wissen auch, dass sie mal irgendwie einen Typen hatten, der eben so der Bad Boy war. Aber das war dann so der Bad Boy der Klasse. Oder der hat vielleicht mal einen Joint geraucht, der verrückte Typ. Aber jetzt einen Totschläger, sich in einen Totschläger zu verlieben, das ist ja doch noch mal eine andere Chose. Und Nathalie Volk gibt dafür ja auch eine wahnsinnige Sicherheit auf mit dem Frank Otto. Die hat jetzt sozusagen den Mann mit Geld hinter sich und sich für einen kriminellen Mann entschieden. Kommt da jetzt noch eine Entwicklung, hoffentlich? Ja, erstmal muss man sagen, es ist eine sehr junge Frau. Ja. Und Frank Otto, nach eigener Aussage, also nach ihrer eigenen Aussage, war ihr erster Mann überhaupt im Leben. Mhm. Und dass sich eine junge Frau ausprobiert, ist nachvollziehbar. Und so ein Abgrenzungsprozess zu vorherigen durch etwas Extremes auf der anderen Seite erleben wir in vielen Lebensbiografien. Das heißt, es ist keine Überraschung, dass es so ein extrem harter Typ ist wie der Timo. Das ist natürlich schon dann herausfordernd für den einen oder anderen. Und warum sind die sexuell so attraktiv für einige Frauen? Was machen die denn mit den Frauen? Das heißt also, was so attraktiv wird, ist, man schreibt ja ein starkes Testosteron zu. Das heißt also, hohe männliche Hormone, das sind halt so richtige Alpha-Typen, so richtige Macher und Macker. Das heißt, die haben eine hohe Aggressivität, deshalb neigen sie auch zu Gewalttaten. Aber viel Testosteron lässt die Hoffnung entstehen, dass die auch massiv potent sind und nicht nur leidenschaftlich im Kampf, sondern auch in der Liebe. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Frauen auch so ein bisschen danach suchen, etwas ganz Besonderes für diesen Mann zu sein. Also weil natürlich so Bad Boys ja auch so ein bisschen nach außen hin ausstrahlen, dass sie niemanden mögen und mit niemandem, also niemanden so richtig an sich ranlassen. Und wir wollen aber die eine sein, die diesen harten Panzer knackt. Ist das auch ein Punkt? Das ist auch ein Punkt, das ist auch der Reiz da dabei, weil wir wissen ja, auch selbst in der härtesten Seele, härtesten Körper steckt eine kindliche Seele. Und den zu entdecken und für sich zu gewinnen, das ist natürlich spannend, weil wir diese Fallhöhe haben, diese starke Unterschiedlichkeit und ist nicht so ein weichgespülter Typ. Also kommt eine Menge zusammen, was es wirklich für viele Frauen macht, dass sie harte Typen scharf finden. Bei Nathalie Volk denke ich natürlich auch sofort an die Mama. Also weil am Anfang ihrer Karriere hat die Mutter eigentlich noch eine große Rolle gespielt. Jetzt hat sich Nathalie ja davon so ein bisschen losgesagt. Die muss sich doch wahnsinnige Sorgen machen. Ja, die macht sich wahrscheinlich Sorgen, ist auch nachvollziehbar. Aber auch wenn es der kleine Bad Boy war aus der Schule, der nur mal, was weiß ich, ein bisschen auffällig war. Mhm. Wir Eltern machen uns Sorgen. Und es ist aber auch wichtig für Kinder, diesen Abgrenzungsprozess zu leben. Also sie war vorher sehr nah mit ihrer Mutter verbunden. Und vielleicht braucht sie jetzt diese Phase in der Türkei, um tatsächlich wirklich zu erwachsen, zu reifen und dann ihren eigenen Weg gehen zu können. Heißt aber, du würdest im Prinzip sagen, das ist eine Phase und das beruhigt sich bei dem Mädchen, oder? Die meisten Phasen beruhigen sich. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es der Mann fürs Leben ist. Aber vielleicht ist es ja die große Liebe und wir wissen es gar nicht. Weil ich muss auch eins sagen, wir sind natürlich auch ein bisschen vorverurteilend Timur gegenüber. Weil er hat zwar mal vor 10 Jahren was gemacht, was absolut unverzeihlich ist, aber er hat auch eine harte Strafe dafür bekommen. Und vielleicht hat er sich auch geläutert. Das kann man in jedem Fall der Nathalie nur wünschen, dass der sie auch ganz ehrlich und aufrichtig liebt. Jetzt ist das eine, sich in jemanden zu verlieben, der ein Bad Boy im Leben ist, aber trotzdem mit einem zusammen sein kann. Es gibt ja auch Frauen, ja, die sich in Männer verlieben, die im Gefängnis sitzen, die also quasi unerreichbar auch sind. Was ist das nochmal für eine... Ja, das ist eine sehr faszinierende, also psychologisch sehr spannend und faszinierend, weil viele Frauen, die als junge Mädchen, das zeigen Studien, eigene
Gewalt am Körper, also körperliche Gewalt erlebt haben, haben eine Neigung zu Männern, die selbst gewalttätig sind und wollen die sozusagen läutern oder irgendwie in einen Versöhnungsprozess, meistens mit dem Vater, der Täter war, kommen zu sagen, ich bin doch liebenswert, aber schaffen es nur auf Distanz. Solange der hinter Gittern ist, funktioniert es gut, sobald die Nähe da wird, ist es wieder schwierig. Es gibt eben so viele Beispiele aktuell von Frauen. Also ich meine, Jeremy Meeks ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel eines ehemaligen Straftäters, der dann zum Supermodel wurde. Aber auch Cora Schumacher hat sich ja nun einen, ich glaube auch von den Hells Angels oder Bandidos oder was auch immer, einen Rocker geschnappt. Und jetzt eben die Natalie Volk. Ist das nur etwas, was gerade in der Presse sehr akut ist, oder gibt es dieses Thema eigentlich schon immer? Nein, wir erleben gerade was Spannendes, dass manche Frauen sich wirklich nach dem klassischen Rollenbild zurücksehen. Einen starken Beschützer, und sie selber dürfen sozusagen sich fallen lassen in diese starken Arme hinein. Und der ein oder andere tatsächlich diesen Retro-Schritt macht, um wieder das klassische Paarbild zu leben. Und da sind natürlich so Macho-Macker die richtigen Partner für. Die guten alten Macho-Macker. Man kann dann eben nur hoffen, dass die Frau im Laufe ihrer Entwicklung dann doch jemanden findet, der sie vor allem sehr gut behandelt. Das kann ein Macho-Macker vielleicht auch, aber... Ich denke, wir hören da noch einiges von Natalie. Hat auch ein bisschen was mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich vermute es in irgendeiner Form auch. Aufmerksamkeit im Sinne von, ich will auch, dass meine Eltern mal wieder sehen. Ja, nicht nur meine Eltern, sondern auch die Presse. Ist ja ein schönes Thema. Wir reden darüber. Natalie ist dankbar. Also bitteschön, Natalie. Wir reden gerne noch viel öfter darüber, denn in irgendeiner Form finde ich es auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Auf jeden Fall. Gerade dieses Bad Boy-Thema. Rolf, ich danke dir. Gerne.